Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 13. Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so würde er mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Hiob, Kapitel 9, Verse 20 und 21. Ich will nicht mit dir sprechen, Todesengel, und das weißt du auch. Ganz genau, hörte Ariel die Frau zu ihrer Überraschung sagen. Die kleine Michaelitin, die ihre Panik in den Griff bekommen hatte und sich ein Versteck in der Nähe gesucht hatte, gewann den Eindruck, als sei dies gewiss nicht das erste Mal, dass die Gefangene, die der schwarze Engel Uma nannte, mit einem Boten des Herrn redete. Tatsächlich schien sie weit gefasster zu sein als zuvor, als man sie in den Kerker geschleppt hatte, als sie Ariel dabei noch recht hysterisch vorgekommen war. So wirkte sie jetzt doch beinahe resigniert. Sie fuhr im anklagenden Tonfall fort. Warum sollte ich dir auch etwas erzählen, was du schon weißt? Die, denen ich es gern erzählen würde, die, die es hören sollten, erreiche ich von hier aus nicht mehr. Eure treuen Templer haben ja mit ihren eifrigen Effizienz dafür gesorgt, dass ich den Menschen da draußen, den Armen, den leichtgläubigen Männern und Frauen nicht erzählen kann, was für ein mieses Spiel ihr hier treibt. Und dir brauche ich es ja nun wirklich nicht zu erzählen, Ashkanael, oder wie auch immer du wirklich heißen magst. Allein die Tatsache, dass du hier bist, beweist mir, dass du von alledem sicher mehr weißt als ich. Und für so dumm hältst du mich hoffentlich nicht, dass ich dir gegenüber ausdrücklich etwas sage, das mir später als Ketzerei ausgelegt werden kann. Die Gefangene hielt inne und schien auf eine Reaktion des schwarzen Engels zu warten. Ariel drückte sich atemlos an die Wand, wagte nicht, um die Ecke zu linsen und vernahm nach einer kurzen Pause wieder Umas Stimme, die zunehmend verbitterter klang. Dann sag eben nichts, Himmelsbote. Das letzte Wort spie die Gefangene geradezu aus. Ich habe auch gar nicht erwartet, dass du zugibst, in diese Schweinereien eingeweiht zu sein. Wieder entstand eine kurze Pause, und wieder erfolgte offenbar keine Reaktion des Engels. Ja, schau mich nur mit deinen mitleidigen, überheblichen Augen an, Engel. Das könnt ihr ja alle so ganz hervorragend. Sicher, du kannst stolz sein. Ihr habt mich mundtot gemacht. Es ist euch mal wieder gelungen, jemanden zum Schweigen zu bringen, der euch am Zeug hätte flicken können. Aber was glaubt ihr, wie lange ihr damit noch durchkommt? Was glaubt ihr, wie lange ihr eine ganze Stadt, ein ganzes Volk für dumm verkaufen könnt? Hm? Die Gefangene redete sich in Rage. Irgendwann mal werdet ihr einen Fehler machen, der zu groß ist, um einfach so zu vertuschen. Und dann... Meine Auftraggeber hatten mich darauf vorbereitet, dass du möglicherweise geistige Verwirrtheit vorschützen würdest, um deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, Uma. Schnitt ihr der hochgewachsene Engel, der sich Ashkanael nannte, in einem plötzlich sehr harten Tonfall das Wort ab. Ich wurde darin unterwiesen, auf die Anzeichen eines solchen perfiden Täuschungsmanövers zu achten. Nun, von einem Zustand offenkundiger Verwirrtheit kann bei dir nicht die Rede sein, so wie du argumentierst. Ich werde meinen Herren Bericht erstatten und sie werden entscheiden, wie weiter mit dir zu verfahren ist. Seine letzten Worte hatte der schwarze Engel wieder in einem ruhigen, fast gleichmütigen Tonfall geäußert. Ariel schlug das Herz bis zum Hals.
Er wollte seinen Herrn, wer auch immer das sein mochte, doch sicher nicht der Prior oder der Abt, Bericht erstatten? Das bedeutete, der schwarze Engel musste hinaufsteigen in den Himmel und der Weg dorthin führte unweigerlich an ihr vorbei. Schweiß perlte auf der Stirn der Michaelitin, den sie ungeduldig mit dem Unterarm wegwischte. Sie mochte sich gar nicht ausmalen, wie dieser Ashkanael reagieren würde, wenn er sich auf dem Rückweg machte und sie hier als ungebetene Lauscherin an der Finsterniswand fand. Wie so oft waren Denken und Handeln bei der kleinen Michaelitin eins. Ohne zu zögern, huschte sie an der Einmündung zu dem Seitengang, in dem Umas Zelle lag, vorbei in die Finsternis des Hauptganges und tauchte nach rechts in den nächsten Abzweig weg. Sie konnte nur hoffen, dass sich dort nicht ebenfalls ein solcher Gang hinten zu einer offenen Zelle befand, deren Insasse bei einem plötzlichen, überhasteten Auftauchen einer Michaelitin überrascht aufschrie. Doch Ariels lautloses Stoßgebet wurde erhört. Die Zellen in diesem Seitengang schienen allesamt leer zu sein. Offenbar machten die Michaeliten von Roma Aeterna wenige Gefangene. Aber wo bitte war dann Hiob? Schoss es ihr durch den Kopf. Gab es unter dem Vatikan etwa noch weitere Verliese? Ariel wurde vom Kreischen von Metall auf Metall, einem lauten metallischen Klicken und raschen Schritten aus ihrer Grübelei gerissen. Wieder lugte sie vorsichtig um die Ecke und sah die gewaltigen Schwingen des sich gemessenen Schrittes in Richtung Treppe entfernenden schwarzen Engels. Für einen Augenblick glaubte die Michaelitin die Waffe, die er trug, als das Flammenschwert eines Gabrieliten zu erkennen. Doch sie war sich nicht sicher und das Dämmerlicht des Ganges erlaubte ihr keine wirklich gute Sicht. Außerdem, wie sollte ein Engel mit schwarzem Gefieder, der irgendwie außerhalb der Hierarchie der himmlischen Orden stehen musste und vielleicht sogar eine fast undenkbare Vorstellung zum Herrn der Fliegen übergelaufen war, an eine geweihte Waffe der Todesengel kommen? Frage über Frage. Bald war Ashkanael im Treppenhaus verschwunden und der Klang seiner Schritte verlor sich allmählich, je weiter er nach oben dem Erdgeschoss des Himmels entgegenklomm. Ariel kauerte reglos in der Finsternis und wartete darauf, dass sich das rasende Pochen ihres Herzens etwas beruhigte. Ihr war vollkommen klar, dass sie nur knapp einer Entdeckung entgangen war. Doch nun war der Schwarzgefiederte erst einmal fort und sie konnte mit Uma reden. Vielleicht konnte die Gefangene ja ein paar der zahlreichen Ungereimtheiten klären, mit denen sich die Michaelitin in Gedanken herumschlug. Nachdem sie langsam bis 100 gezählt und ihren Atem mit einer enormen Willensanstrengung völlig beruhigt hatte, huschte Ariel so lautlos sie konnte zur vergitterten Zelle zurück. Die junge Gefangene saß zusammengekauert im hintersten Winkel ihres Verlieses auf dem Strohhaufen, die Knie hochgezogen und mit den dünnen Armen umschlungen. Ihr Kopf ruhte auf ihren Armen. Sie schluchzte lautlos vor sich hin und bemerkte das Herannahen der Michaelitin zunächst nicht. Eine Woge des spontanen Mitleids für diese Frau erfasste Ariel. Sie glitt noch näher, umfasste die Gitterstäbe mit den Händen und flüsterte kaum hörbar: Uma? Der Kopf der Angesprochenen ruckte hoch und sie betrachtete ihre neue, unerwartete Besucherin mit einem leeren Blick. Der weiß, dass er sich in einer chancenlosen Situation befindet und der sich damit abgefunden hat. Sie sah den Engel wortlos an. Uma! »Das ist doch dein Name, nicht wahr?« versuchte es Ariel erneut. Die junge Frau erhob sich, am ganzen Leib bebend, und fragte: »Was willst du von mir?« »Dich hat ein hartes Los getroffen«, eröffnete Ariel nicht ganz sicher, was sie sagen sollte. »Warum bist du hier unten gefangen? Berichte mir davon, Uma, und ich will sehen, ob ich etwas für dich tun kann.« »Wer bist du, Engel?« fragte Uma arghöhnisch. Ein lauernder Blick ihrer fahlen, wie ausgewaschen wirkenden Augen traf die Michaelitin.
Ich bin Ariel von den Michaeliten und meine Schar ist zu Gast hier in dieser Stadt. Wir, das heißt Rahel, meine Raphaelitin und ich, wir sahen, wie die Templer dich in den Himmel schleiften. Wir hatten Mitleid mit dir und da bin ich dir nachgeschlichen. So, so, machte Uma und trat mit zwei raschen Schritten an die Gitterstäbe. Sie war nur gut einen Kopf größer als die Michaelitin und konnte so ohne weiteres auf sie herabsehen. Ariel wunderte sich, dass die Gefangene das, was sie nicht alles täuschte, mit einer Mischung aus Hohn und Herablassung tat. Zu beiden hatte die Frau in ihrer Situation eigentlich wenig Anlass. Ja, entgegnete Ariel unbeirrt. Bitte sag mir, warum du hier bist. Es folgte eine Pause, mit der die Michaelitin nicht gerechnet hatte und mit der sich die Sekunden der Stille in unangenehme Weise dehnte. Die Zeit schien zäh zu fließen wie Honig, der von einem Löffel in einen Becher mit Tee tropft. Ariel wurde unruhig, spürte, dass sie die Frau vor ihr am liebsten gepackt und geschüttelt hätte. Sie wollte so vieles von ihr wissen, die Fragen brannten ihr auf der Seele, diese merkwürdige Frau aber starrte sie einfach nur an, und das, wo der seltsame schwarze Engel jeden Augenblick wiederkommen konnte. Sie dankte dem Herrn, dass er ihr die Kraft gegeben hatte, auch in angespannten Situationen wie dieser ruhig zu bleiben. Just als sie mit dem Gedanken spielte, eine andere ihrer gottgegebenen Mächte einzusetzen und die Frau einfach zu zwingen, ihr zu antworten, brach Uma das Schweigen. Gibst du mir die Feder? Zunächst wusste Ariel nicht, was sie meinte, doch dann folgte ihr Blick der Richtung, in die der ausgestreckte Zeigefinger der Gefangenen wies und sah, dass sich beim Durcheilen des Ganges eine ihrer langen Schwungfedern aus ihrem rechten Flügel gelöst hatte und jetzt zu ihren Füßen lag. Überrascht und durch die Bitte etwas aus dem Konzept gebracht, ging die kleine Michaelitin in die Hocke, ohne Uma aus den Augen zu lassen, und streckte ihr mit einem kaum merklichen Zögern die strahlend weiße Feder zwischen den Gitterstäben hindurch. Dabei achtete sie sorgfältig darauf, dass ihr Schwert, das sie wie immer umgürtet trug, außerhalb der Reichweite der Frau blieb. Diese aber machte keine Anstalten, aggressiv zu reagieren, sondern nahm die Feder, wandte sich abrupt ab und trollte sich auf ihren Strohhaufen. »Soll ja Glück bringen«, murmelte sie dabei und ließ mit dem rechten Hand geistesabwesend die Feder zwischen Daumen und Zeigefinger der linken hindurchgleiten. Während sie sich mühsam setzte, fügte sie hinzu: »Und Glück kann ich im Moment mehr brauchen als alles andere. Glaub mir, Engel.« Ariel sah der Gefangenen nach, die anscheinend jegliches Interesse an ihrer geflügelten Besucherin verloren hatte und wusste zunächst nicht, wie sie mit diesem plötzlichen Sinneswandel umgehen sollte. Dann setzte sie erneut zu einem Gespräch an. »Ich bin ein Engel des Herrn, Uma, und ich verdiene etwas mehr Respekt, finde ich. Außerdem bleibe ich jetzt hier stehen, bis ich Antworten auf meine Fragen bekomme.« »Oder bis Ashkanahel wiederkommt und ich den größeren Ärger bekomme, den ich in meinem Leben je hatte«, setzte sie in Gedanken hinzu, beschloss aber, sich diesem Problem zu widmen, wenn es auch tatsächlich eintrat. Uma spielte weiter mit der Feder und fragte, ohne Ariel anzusehen: »Was willst du wissen?« »Wer war der Engel, der vor mir hier war?« »Sein Name war Ashkanael, so sagte er zumindest.« Ariel beschloss, die sie so beunruhigend schwarzen Schwingen zunächst nicht näher zu erwähnen, wenn die Menschenfrau da vor ihr dieses so leicht wegsteckte, auch wenn der schwarze Engel sie mehr beunruhigte, als sie sich anmerken ließ. »Ich dachte immer, ihr Engel wäret so gut informiert. Kennst du ihn etwa nicht?« unterbrach Uma mit einer Frage ihre Gedanken. Innerlich bebend
versetzte die Michaelitin. Ich stelle hier die Fragen, woraufhin die Gefangene leise schnaubte, als habe sie Ariel bei einer besonders amüsanten Notlüge erwischt. Warum bist du hier? Ich meine, warum hat man dich festgenommen? Fragte die Michaelitin weiter. Nun, gewiss nicht als Akt angelitischer Nächstenliebe, würde ich sagen, antwortete Uma. Sie hob erstmals seit ihrer Rückkehr auf die Strohhütte den Blick und sah Ariel erneut abschätzend an. Dann holte sie tief Luft und fragte, »Weißt du, was eine Dirne ist, kleine Michaelitin?« »Ja, natürlich«, sagte Ariel mit fester Stimme. »Eine Frau, zu der menschliche Männer gehen, um ihre fleischlichen Begierden zu befriedigen.« »Brav auswendig gelernt«, spottete Uma mit einem freudlosen Lachen. »Und was hat man dir beigebracht, was die angelitische Kirche über Prostitution denkt?« »Während die Fleischeslust zu begrüßen ist, da sie aus der gottgegebenen Fruchtbarkeit der Menschen erwächst und häufig ein Weg zur Mehrung des Menschengeschlechts ist, ist die Prostitution abzulehnen, sofern sie lediglich der Befriedigung der Wollust und nicht aber dem Zeugen von Kindern dient«, betete Ariel prompt eines der vielen hundert Dogmen zum Erhalt einer gottgefälligen Gesellschaftsordnung herunter, die die angelitische Kirche im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatte und die speziell ihr Orden und die Bewahrer des Wissens hochhielten und kanonisierten. Ariel war im Laufe ihrer Ausbildung zu einer verantwortungsvollen und entscheidungsfähigen Scharführerin in ihnen allen unterwiesen worden. Höhnte Uma. Hohles Blabla, wie so vieles von den frommen Gequatsche, mit dem man euch großzieht. Ich bin eine Dirne, Engel. Nun sieh mich nicht so an. Ich verdiene mein Geld damit, dass ich weiß, was Männern Spaß macht und es ihnen noch gebe. Offenbar amüsierte Ariels leicht schockierter Gesichtsausdruck sie. Sie fuhr fort. Du glaubst ja gar nicht, was Männer für geile Böcke sein können. Und wie viele von ihnen daheim bei den Weibern, mit denen sie sie zu leben entschlossen haben, nicht kriegen, wonach ihnen der Sinn oder so manches andere steht. Sie grinste schief. Dann kommen sie eben zu unser einem. Aber die Schönheit der Jugend verfliegt schnell. Auch wenn unser Gott, der Herr, noch so schöne Haut und noch so gerade Zähne mitgegeben hat. Glaubst du im Ernst, ich könnte mich über Wasser halten, wenn ich ständig mit einem Balg im Bauch herumliefe? Zum Glück haben die Raphaeliten vorgesorgt. Sie erhob sich abrupt und legte rasch die paar Schritte zum Gitter zurück. Nun sag mir eins. Sind kirchliche Würdenträger auch Männer? Aber ja. Und was, wenn sie zu Dirnen gehen? Es ist nicht verwerflich, wenn der Empfang der Leibesfrucht nicht verhindert wird, hielt Ariel tapfer gegen den beißenden Spott der Gefangenen, die nun eindeutig Oberwasser zu haben schien. Sie merkte selbst, dass sie Zuflucht zu den Dogmen nahm, weil sie sich der selbsterklärten Dirne nicht gewachsen fühlte. Hörst du mir nicht zu, Engel? Was, wenn ich dir sage, dass ich in den letzten Monaten fast jede Nacht einen Bischof hier aus der Stadt in meinem Bett zwischen meinen Beinen hatte und dass dieser fromme Mann geradezu darauf bestand, dass ich regelmäßig raphaelitische Mittelchen zu mir nehme, damit ich nicht schwanger werde? Das ist nicht wahr, sagte Ariel und spürte, dass sie kreidebleich geworden war. Kinder sind heilig. Der Herr will, dass die Menschen fruchtbar sind und sich mehren. Und da, ich habe es doch gleich gewusst. Du bist auch nicht besser als alle anderen. Und selbst wenn du recht hättest, es wäre kein Grund, dich einzusperren, fügte Ariel rasch hinzu.
Wenn jemand wegen so etwas Ärger mit den Templern bekommen sollte, dann doch der betreffende Bischof. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, sagte Uma finster und begann wieder mit der Feder zu spielen. Glaub mir, wenn man erst einmal einen hohen Rang in der Kirchenhierarchie bekleidet, kommt man mit allem durch. Sie machte eine Pause. Außerdem war ich so dumm, ihn erpressen zu wollen, weil ich das schnelle Manna winken sah. Und da hat er dich verhaften lassen? Uma nickte. Weniger wegen der Erpressung selbst, sondern einfach, um mich stumm zu machen, sagte sie. Das also hast du vorhin gemeint, als du zu Ashkanael sagtest, man wolle dich mundtot machen? Uma widersprach ihr nicht. Und wer sind diese Auftraggeber, von denen er sprach? Und was sollte das mit der geistigen Verwirrung? Es kam Ariel vor, als hätte die Geschichte der Gefangenen zahlreiche Verderber-Libellen kopfgroße Löcher. Ich weiß es nicht, sagte Uma resigniert. Ich weiß nicht einmal, was man mit mir vorhat. Vielleicht ist der Bischof ja einer von den vielen Geheimlogen, von dem man immer wieder hört. All das kam Ariel seltsam vor. Sie bedauerte es sehr, dass sie nicht wie Maloriel und die vielen anderen Rameliten in der Lage war, ihr gegenüber geäußerte Worte auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Sie spielte mit dem Gedanken, ihren silberhaarigen Scharbruder zu den Gesprächen zuzuziehen. Vorher aber wagte sie noch einen weiteren Vorstoß. Wie heißt dieser Bischof? Wie ich schon deinem schwarzgefiederten Freund vorhin gesagt habe, dazu sage ich nichts. Findet es doch heraus. Ariel nickte verstimmt. Das werde ich tun. Verlass dich darauf. Wir sehen uns wieder. Wütend über die verstrockte Reaktion der Gefangenen wirbelte sie herum und stapfte davon. Ich freue mich schon darauf, rief ihr Uma gehässig hinterher. Ariel hörte nicht mehr, wie sie, als sie sich ein weiteres Mal ihrer Strohgestalt zuwandte, vor sich murmelte: Da müssen schon andere kommen, um mich auszuhorchen, Kindchen. Uma ahnte ja nicht, wie recht sie behalten sollte. Eliphas von Bern und Wittgenstein saßen im wie meist vollkommen überfüllten Schankraum der Herberge Davera. Rings um sie drängten sich an den Tischen andere Beutereiter und Templer, vor allem solche der unteren Dienstringe, die hier ihre freie Zeit verbrachten, aßen, tranken und mit steigendem Reisweinkonsum zunehmend Würstzeug redeten. Die Wirtin und Namensgeberin des Etablissements, Vera, war eine die in die Jahre gekommene ehemalige Beutereiterin mit enormem Bauch und einem grässlich ordinären michaelisländischen Dialekt, die Jahr aus, Jahr ein selbst hinter dem Tresen stand und mit ihrer rauen, aber herzlichen Art entscheidend dazu beigetragen hatte, dass ihr Lokal in den Kreisen, für die es gedacht war, weit über die Grenzen der ewigen Stadt hinaus einen guten Ruf besaß. Die Rotte, die 6 verbliebenen Beutereiter, ihr Kompteur sowie Irene und Wittgenstein, waren bereits 3 Tage zuvor aus dem Himmel hierher umgezogen. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen hatte vor allem Wittgenstein darauf gedrängt, weil er in der Engelszitadelle eine Entdeckung ihrer wahren Absichten und deren unkalkulierbare Folgen fürchtete. Zum anderen hoffte speziell Eliphas durch vorsichtiges Herumhören bei den Waffenbrüdern hier ihrerseits mehr über Hiobs Schicksal zu erfahren. So saßen sie nun seit 3 Tagen in Schichten im Schankraum, tranken, weit gemäßigter als die, die sie frei hielten. Und hielten die Münder weitgehend geschlossen, aber Augen und Ohren weit offen. Der Zufall wollte es, dass ausgerechnet der Kompteur und der einäugige Söldner an diesem Abend mit der Erledigung dieser Aufgabe an der Reihe waren. So kam es,
dass sie mit dem versehrten Templer beisammen saßen, der schon sehr viel Reisschnaps intus hatte und ständig damit prahlte, wie streng geheim doch die Missionen seien, die er zusammen mit dem Einsatztrupp zu erledigen hatte, den er erst seit einigen Wochen angehörte. Wittgenstein hatte aufgehorcht, als er etwas von einem Gefangenentransport erwähnt hatte, und seither ließ er Becher um Becher vor dem Mann auftauchen. Das löste zwar dessen Zunge, machte sie aber gleich immer schwerer. »Übertreib es nicht«, raunte Eliphas Wittgenstein zu. »Wenn er so voll ist, dass wir ihn gar nicht mehr verstehen, bringt uns das auch nichts.« »Vertrau mir, Eliphas«, gab der Söldner aus dem Mundwinkel zurück, »und lass mich nur machen. Mit Alkohol kenne ich mich besser aus als du.« »Wie heißt du eigentlich, mein Freund?«, fuhr er dann laut an den Vernarbten auf der anderen Tischseite gewandt fort. »Elaine«, entgegnete der Mann mit der Templeruniform. Ein entgegenkommender Name, auch im fortgeschrittenen Stadien der Trunkenheit, dachte Eliphas. »Elaine kommt also wohl aus dem Raphaelsland. Und du?«, fragte der Templer zurück und wies mit einer vagen Geste, die eigentlich den halben Schankraum einschloss, auf Wittgenstein. »Man nennt mich Klappe«, log dieser gewandt und ohne auch nur einen Herzschlag zu zögern. Zur Erklärung tippte er dabei auf die Augenklappe, die sein Gesicht prägte. Der Templer, Elaine, nickte voller Mitgefühl. »Auch gegen die Dreckstraumsaat gekämpft, was?«, lallte er. Wittgenstein nickte ernst. Er konnte dem Mann ja schlecht auf die Nase binden, dass er den Verlust seines Auges einem kirchlichen Würdenträger verdankte, der noch dazu illegale, vorsintflutliche Technikartefakte besaß und einsetzte. »Ja, ich auch. Aber es wird einem nicht gedankt«, mit einem trübseligen Blick, den viele Trunkene in einem gewissen Stadium des Alkoholkonsums entwickeln, stierte Elaine in sein schon wieder fast leeres Schnapsbecherchen und rutschte dabei mit dem Kopf halb auf die Tischplatte. »Für was tragen wir unsere Narben eigentlich?«, fragte er niemand bestimmt lauten und im nörgelnden Ton. »Für Gotteslohn.« »Genau«, stimmte Wittgenstein zu. »Aber du wolltest von dieser neuen Truppe erzählen.« »Genau«, stieg Elaine auf seine Anregung ein. »Mein Spezialkommando. Ihr müsst wissen«, mit Verschwörermiene winkte er den beiden Männern, die er für seine guten Freunde, neuen Freunde und Trinkkumpanen hielt, zu, die Köpfe mit ihm zusammenzustecken, und senkte seine Stimme. »Wir arbeiten direkt im Auftrag des Konsistoriums. Und unsere Kommandantin, diese Mera Idolo, das ist ein ganz scharfer Hund.« Seine Stimme verlor sich und für einen Moment schien es, als wolle er sich ausstrecken und auf dem Tisch einschlafen. Doch Wittgenstein winkte geistreich einer beeilenden Schankmaid, die einen neuen Tonbecher vor allein hinstellte. Seine Augen leuchteten auf. »Und was tut ihr so?«, fragte Eliphas scheinbar uninteressiert. Elaine glotzte ihn mit glasigen Augen an, als verstünde er die Frage nicht. »Naja, du hast von geheimen Missionen gesprochen«, soufflierte Wittgenstein. »Ach, die geheimen Missionen«, nickte der vernarbte Templer, offenbar zufrieden, wieder auf der Höhe des Gesprächs zu sein, und nahm einen ersten Schluck aus seinem neuen Becher. Es wunderte ihn zwar kurz, dass sein Nachschub an diesem Abend wahrlich unerschöpflich zu sein schien, doch das konnte ihn in diesem Stadium nicht daran hindern, dies einfach zu nutzen und nicht zu hinterfragen. »Ja, davon haben wir viele«, schloss er etwas zusammenhangslos und begann wieder in sich zusammenzusacken. »Zum Beispiel?« Eliphas Frage kam eine Spur zu drängend. Und Wittgenstein warf ihm einen raschen, warnenden Blick zu. Aber der Kompteur wollte einfach verhindern, dass er gegenüber hier sang- und klanglos einschlief. Doch zu Wittgensteins unendlicher Erleichterung sprach der Mann nach kurzer Pause weiter. »Naja, neulich zum Beispiel, da haben wir eine Engelsschar, so 5 Landpomeranzen, wenn ihr mich fragt, zum ersten Mal in der großen weiten Welt. Denen haben wir einen Gefangenen abgeluchst, den sie den ganzen weiten Weg von Prag zu Fuß hierher eskortiert hatten.« Er schien sich vor Lachen ausschütten zu wollen. Dann riss er sich zusammen und flüsterte in einer Lautstärke, die einem Kasernenhof eher angemessen gewesen wäre als dem Versuch der Geheimhaltung. »Und der Gefangene, das war ein Engel ohne Flügel.
Wohin habt ihr ihn gebracht? Hakte Eliphas, jetzt jede Zurückhaltung aufgebend, eifrig nach. Na, in den Vatikan natürlich, wie befohlen, antwortete Elaine automatisch. Dann hielt er inne und musterte die Kompteur mit plötzlich erwachtem Misstrauen. Sag mal, Beutereiter, lallte er drohend, willst du mich etwa aushorchen? Dabei wuchtete er sich mit einiger Anstrengung am Tisch hoch, und noch ehe Eliphas antworten konnte, flog auch schon die Faust des Betrunkenen und traf ihn, angesichts von dessen Zustand, mit bemerkenswerter Präzision und Wucht mitten ins Gesicht. Wie ein Sack ging der Kompteur zu Boden. Kleipenschlägereien waren nicht Teil seiner Ausbildung gewesen, und obwohl er inzwischen weit herumgekommen war, hatte er diese Attacke nicht kommen sehen. Wittgenstein schon. Er ließ den Kompteur an sich vorbeifallen und schmetterte Elaine seine noch fast vollen Tonhumpen ins Gesicht, worauf auch der Vernarbte sang- und klanglos hinten überkippte. Es war, als sei durch den Hieb gegen Eliphas die stets zwischen friedlicher Trunkenheit und Alkohol geschwängerte Brutalität schwankende Stimmung in der Kneipe umgekippt. Der Schankraum explodierte wie ein Pulverfass bei Funkenflug. Obwohl keiner den Grund der Schlägerei kannte, war nach weniger als 3 Minuten mehr als die Hälfte der Gäste darin verwickelt und bald blitzten auch die ersten Messer. Eliphas fand sich auf dem Boden wieder und schmeckte Blut, sein Blut auf den Lippen. Um sich herum sah er viele trampelnde Füße und Beine, von Mobilar hatte aber ansonsten kaum Orientierung. Mein Freund, wir sollten gehen, hörte er plötzlich Wittgensteins grimmig amüsierte Stimme dicht an seinem Ohr. Würdest du die Freundlichkeit besitzen, mich nach draußen zu begleiten? Dann wuchtete der Mann im Ledermantel den noch immer leicht benommenen Kompteur auf die Füße, wozu er ihm nach hinten unter den Achsel greifte und bahnte sich mit Eliphas erstaunlich leichtfüßig einen Weg zwischen den betrunkenen Kämpfenden hindurch ins Freie. Dort holten beide Männer erst einmal Tiefluft. Na gut, sagte Wittgenstein dann. Wir wissen, was wir herausfinden wollten. Also sollten wir erst einmal ein paar Stunden von hier verschwinden, bis die Ordnungskräfte das Durcheinander da drinnen aufgeräumt haben. Er drehte sich um und wollte davon eilen. Dann spürte er Eliphas völlig verblüfften Blick und hielt noch einmal inne. Mit einem lakonischen Grinsen drehte der Einäugige sich um und erklärte: Nicht meine erste Wirtshausschlägerei.